Hello, people. Kommt zurück zu Let's Play Super Sigma 16. Ja. Okay. So, wir sind jetzt beim letzten Part angelangt und ich sehe schon, jetzt haben wir wieder viele Räume. Das bedeutet, also, wir werden Folgendes machen. So, wir werden jetzt hier den Slot wechseln und hier Safe State setzen für jeden Raum einzeln. So. Denn selbstverständlich will ich alle Räume machen und alle Räume zeigen. So wie sich das bei dem Final Castle gehört. Zack. Hilfe. Okay, ich sehe schon, das ist jetzt ziemlich zäh. Und Slowdown anfällig hier. So. Zack. Okay, und hier ist schon der Midway Point und die nächsten vier Räume. So, das bedeutet, wir laden jetzt mal diesen State. Und wagen uns an den zweiten Raum. Ja. Oha, Hilfe. Hilfe! Autsch. Zack, zack. So, da haben wir das jetzt geschafft. So. Und jetzt kommt der dritte Raum. Zack. Hilfe. Oha, oha, oha. Zack. Autsch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oha, oha. Nein! Puh. Das Viech ist gestorben. Yay. Autsch. So, aber dringend. Dringend muss jetzt diese Disco-Shell weg. Dringend. Zack. Du sollst sterben. Ja, das Doofe ist, wenn ich hier irgendwie einen Spinjump ausführe, dann ja, habe ich ein Problem. Aber deswegen versuche ich das jetzt so zu lösen irgendwie. Und natürlich kommt hier ein Thwimpin. Hallo. Spawnst du mal unten? Nein. Offenbar nicht. Ach, du doofer Kamek. Es dauert doch irgendwie ein paar Millionen Jahre, bis das endlich durch ist hier. Na, geht doch. Okay, und jetzt haben wir millionenfach Viecher hier rumfliegen. Zack. Stirb. Und geschafft. So, und jetzt folgt noch dieser vierte Raum, den wir ja auch noch irgendwie machen sollten oder müssen oder... ja. Okay, Raum Nummer 4. Mit völlig unpassender Musik. Sig, was hast du dir dabei gedacht, diese dämliche Friede... Feuer-Eierkuchen-Musik da hinzumachen? Mein Gott. Okay. Das passt ja mal so gar nicht hier rein. Ach. Aber vielleicht will der einen ja nur verarschen damit. Keine Ahnung. Zack. Okay, damit können wir jetzt eine Midway Point einsammeln und hier einen Safe State setzen. Wobei, vielleicht lieber hier. So, dann haben wir jetzt noch vier weitere Räume zu erledigen und ja, dann werden wir durch mit diesem Hack. Stirb. Zack. Hilfe, Hilfe. Zack. Zack, zack. Oha. Achtung. Und hoch mit dir. Okay, somit hätten wir diesen Raum jetzt auch geschafft. Und jetzt kommt Nummer 6 dran. Der Raum Nummer 6. Autsch. Hier kriegt man eine zweite Feder. Und was mir auffällt, was ich anmerken möchte, ist, die Räume sind alle ziemlich kurz. Also von der Länge ist das hier alles sehr human, möchte ich sagen. Zack. Ja, denn hier ist es schon vorbei. So.
Okay, sieht so aus, als ob das dieser letzte Part ziemlich kurz ausfällt, aber das kann ich ja vorher nicht wissen. So. Und jetzt der... Warte, hatten wir die 7 schon? Nö, hatten wir noch nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir die Disco-Kugeln. Dieser Raum könnte trotz der Kürze nicht ganz einfach werden. Vielleicht. Ah. Autsch. Aua, aua, aua. Okay, scheiß drauf. So. Heute ist der Safe jetzt wieder geladen und wir können dann jetzt den letzten Raum machen. Hui. So. Hilfe. Zack. Stirb. Du Viech. Hilfe, Hilfe. Okay, damit hätten wir das, den Raum jetzt auch geschafft. Also alles sehr simpel und kurz hier, würde ich sagen. Und nach gerade mal 6,5 Minuten so ungefähr haben wir den ganzen Kram jetzt fertig. Also... Ja. Du stirbst, Kollege. Du stirbst auch, Kollege. Und... Ja, das, was hier kommt, ist eher so... Ja, Standard. Gedöns. Also das, was man so im normalen SME auch finden würde, so ähnlich der Aufbau. Okay. Ja, dann ist der letzte Part halt eben kurz. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Zack. So, stirb. Ja, wie gesagt, wir können das Ganze noch ein bisschen in die Länge ziehen, indem wir den Standard-Bowser machen, wie immer halt. Bah, lass mich in Ruhe. Okay, ja, direkt dem da unter die Haube geschmissen. Jetzt zögert er das Ganze noch mit seinem üblichen Blasenscheiß voraus. Hinaus. Er zögert es hinaus, nicht voraus, was laber ich. Zack. So, schmeißt du neue Viecher? Nee, der macht erstmal Blase. Das kennt man ja so langsam von ihm, dass er außer Blasen nichts gebacken kriegt. Der Bowser. Der lebt in seiner eigenen Blase. Zack. Okay, wir können ja mal Just for Fun ein bisschen jonglieren. Weil ich nie keine Ahnung habe, was ich hier sonst machen soll. Zack. 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 Hilfe. Plopp. Plopp. Zack. Zack. Hilfe. Okay, und damit... Ja, haben wir den jetzt getötet, den ollen Bowser. Und jetzt geht wieder der übliche Scheiß los. Ah, wie könnte ich den Part noch in die Länge strecken? Ich könnte den Part jetzt noch in die Länge strecken, indem ich nicht vorspule. Das ist eine gute Idee. Marios Abenteuer ist vorbei. Bla bla, Mario, die Prinzessin Yoshi und so weiter und so fort. Und seine Freunde gehen in die Ferien. Ja, mein Gott, ich wundere, dass wie lahm das alles ist, wenn man das nicht vorspult gerade. So, das ist sowas von extra langsam. Das ist ja kaum zu fassen. Neo. So, wir können ja dieses wunderhübsche Feuerwerk bestaunen. Okay, und jetzt... Ja, wie gesagt, ich bin wirklich erstaunt, wie langsam das da jetzt vorangeht. Okay. Okay, jetzt, glaube ich, sollten wir mal das Part hinauszögern stoppen. Und werden uns dann hier mal ein bisschen genauer umgucken. Wahrscheinlich ist außerdem Verweis auf Sig.
Ja, Presented by Sig ist nichts Neues hier in den Credits. Okay, hier steht alles mit Thank You. Und dann gibt's wieder die üblichen Gegner. So. Rex Megawohl, Banzabell. Bla 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 bla. So. Okay, das war's mit diesem Hack. Hallo Resnor. Hallo Mechakupas. Das war's. So. Okidoki, Leute. Also. Ah, ich weiß noch, womit ich den Part noch mehr in die Länge ziehen könnte. Nämlich, indem ich einfach mein Fazit zu diesem Hack abgebe. Also folgendermaßen. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass es sich hier um den Remake im zweiten Teil handelt. Handelt auf jeden Fall. Das ist relativ gut zu erahnen, wenn man da das Original Sigwald 2 sich anguckt. Die Oberwald ist in einem Sigwald-Wiki verfügbar. Habe ich ja bereits gesagt. Und es gibt nur zweimal Custom Music. Einmal in diesem komischen Special Oberwald Submap und dann auf diesen in diesem Final Secret Castle Leveln da. Also das sind die einzigen Level, wo es irgendeiner Weise Custom Music gibt. Ja, und jedenfalls, das Remake an sich gefällt mir relativ gut. Also, es ist jetzt kein Totalausfall. Der zweite Teil würde natürlich negativ auffallen in dieser Reihe, aber naja, wie gesagt, allerdings gibt es den zweiten Teil immer noch nicht zum Download. Wenn es denn irgendwo zum Download gibt, dann sollte man ihn mir schicken und dann werde ich den nachholen, das Let's Play dazu nachholen. Aber da es denn nicht zu geben scheint, muss ich das wohl leider lassen. Wie gesagt, Sig bietet den 10. Teil ja mittlerweile auch nicht mehr auf seiner Webseite an. Dafür findet ihr das entsprechende Let's Play bei mir auf dem Kanal. Ist aber schon ein bisschen älter. Ja. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert. Ich werde mich jetzt verabschieden. Und wir sehen uns dann bei Sigwald 17. Der wird dann wieder gleich in Anschluss kommen. Ich mache das jetzt so. Ich spiele jetzt bis Super Sigwald 18 die Teile durch. Dann gibt's von Sigwald 18 noch einen Hard Mode. Und den werde ich dann nicht direkt im Anschluss spielen, wäre ja auch irgendwie langweilig, sondern stattdessen kommen dazwischen erstmal andere Japaner-Hex. Wahrscheinlich kommt dann der nächste Hyper-Teil oder auch noch ein bisschen eine Kitty-Hex. Muss ich gucken, was dann alles kommt. Ja, wie gesagt, jetzt wirklich genug gelabert. Das war's von mir. Wir sehen uns in Sigwald 17. Bis dann. Tschüssikowski!